Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Ich werde übrigens jetzt nicht immer extra dazu sagen, dass es das Remake ist. Es ist offensichtlich, wenn es jetzt rauskommt bei mir, da das andere ja auch auf meinem Kanal ist. Wir sind mit Marlene Wir unterwegs. müssen hier Die weg, bringt uns sofort. zu Ellie. Ihr wollt den Deal? Dann los. Moment. Hier durch. Ja. Aber hier könnten Ressourcen liegen. Ja, sag ich doch. Guck's dir an. So, was gibt's denn hier noch? La 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 la. Hier haben Menschen geschlafen. Ist ja widerlich. Also so eng können die Leute es da hinten nicht nehmen. Wenn ich hier noch ein bisschen rumsuchen kann und alles. Upsala. Ich weiß einen Ausweg. Ja, das ist Kommt. gut. Das kann die, was die noch alles kann mit ihrer Wunde, das ist total unrealistisch. Hat die auch andere Klamotten an oder bin ich jetzt doof? Man kann übrigens den Beinen hinterher auch andere Klamotten anziehen. Das werden wir wohl auch machen. Wisst ihr was? Ich frage mich. Entschuldigung. Extras Design. Ändere das Erscheinungsbild von Kleidung, Rucksack und Waffen des Hauptcharakters. Verdiene die Punkte und schalte einzigartige Inhalte frei, indem du Sammelobjekte findest, Trophäen erhältst und das Spiel auf höheren Schwierigkeitsstufen abschließt. Schließe die Hauptstory zum Freischalten ab. Ihr seid doch gemein. Ich hab doch aber mit Ellie was. Und Joel. Gratis mit dabei. Baller. Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Ja, Marlene ist, naja. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Indeed, das haben sie. Deswegen sollte man sich eigentlich nie provozieren lassen, ihr Lieben. Geht immer nach hinten los. Joel, hilf mir doch mal. Ja, du bist da beschäftigt wie eine Irre. Ach so, ich. Ich dachte, ich muss eine Taste drücken, muss ich aber gar nicht. Ach, jetzt tut's die Wunde auf einmal weh? Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Ist ja gerade auch damit geklettert und so, Leute. Es geht wirklich. Tess läuft aber brav hinter uns her. Das ist Pro Joel. Ach, hier sind wir. Okay, I remember. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Okay. Das ist sonst nicht deine Art. Wir müssen zu dieser Tür. Okay, ja, ist gut. Aber ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leck mich am Arsch. Ob das Fireflies sind? Hab ich eigentlich ein. Nee, hab ich. Das hat auch jemand erledigt. Fein so. An dieser KI haben sie in der Tat nichts geändert. Indeed, indeed. Das werde ich tun. Joel bewegt sich wie ein alter Mann. Es sind so viele heute. Ach, Quatsch mit Soße. Nicht viel, nicht genug.
Klack. Wir gehen mal lieber hier hinter, damit uns dein Duft. Ach, Kacke, ich wollte kein Messer benutzen. Gut. Ja, gut, ne? Wow. Der hat uns jetzt nicht gesehen. Ja, krass. Na gut. Was ist mit deinem Kumpel? Sind die alle brav? Und das kriegen die alle nicht mit, ja? Boah, die Details in den Gesichtern ist schon... Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut, Dude. Ich hab grad voll ein Messer verplempert, Mann. Okay. Der kriegt gar nicht mit, dass seine Dudes tot sind. Das ist traurig. Ich will die Aussicht genießen, aber du störst. Okay. Oh, das sieht so schick aus. Jetzt sind wir gleich da. Ja. Es sieht einfach nur schick aus. Ich komme da nicht drüber hinweg. Jo, da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Noch ein Cut. Hier lang. Nein, kein Cut. Ich habe immer, wenn ich überlege, ob das jetzt noch ein kleiner Cut sein könnte, kleines Cutscene sein könnte. Nö. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Ich frage mich überhaupt, wie Joel auf die Idee gekommen ist, dass Marlene daran stirbt, wenn sie da so fröhlich mit dem... Wir sind jetzt auch gleich da. Mit allem da so rumlaufen kann, klettern kann. Mist, Beeilung jetzt. Das ist auch teilweise neu synchronisiert. Das ist zum Teil neu synchronisiert, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das heißt, sogar in Deutschland haben sie sich halbwegs Mühe gegeben. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Ich find's so geil. Eine wunderbare Freundschaft und Beziehung beginnt da. Vater-Tochter-Beziehung. Marlene, lass mich. Joel, hilf mir mal eben. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln sie? Die Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Wie der Rucksack geflickt ist. Ja, und schon ab diesem Zeitpunkt ist das Mädchen einfach nicht mehr als Ware, sondern viel mehr als das.
Oje. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Oh. Ich hätte auch eine Treppe benutzen können. Treppen ist was für Anfänger, ja. Hier runter. Ich bin mal gespannt, ob ich heute mal im Durchlauf, es ist Donnerstag, schon bis zum Museum komme. Das Chloe, das... Ja, hier, hier. Ali, hier. Wie sollen wir da hochkommen? Ach, wart's doch ab. Hab nur kurz Geduld. Und ich möchte hier noch mal ein klein wenig auf den Aspekt eingehen, was aus Ellie geworden ist in Teil 2. Wir sehen es doch hier, wir sehen es jetzt hier schon. Ellie ist ein super fröhliches, wortgewandtes, niedliches Mädchen. Oh. Voll daneben. Man schließt sie einfach direkt ins Herz und aus ihr ist dann halt einfach eine relativ depressive 19-Jährige, / 20-Jährige geworden, die hinterher sogar noch PTBS hat. Und ich glaube immer noch, dass viele Leute genau damit nicht zufrieden waren, dass man Ellie in deren Augen... Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Ja. Auch Illegales? Aber klar. Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Eher nicht. Nein, bisher nicht. Aber ja, das... Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nicht. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Dann sind wir uns einig. Ja, aber wie gesagt, ich denke, die Tatsache, dass Ellie so geworden ist, wie sie geworden ist und ich sag mal für manche auch kaputt gemacht worden ist, ich find's okay. Die Welt ist halt, wie gesagt, nicht schön. Und das habe ich so oft gesagt, sowohl in 1 als auch 2. Diese Welt ist nicht mehr schön. Und ich find's auch gut, dass sie einfach mal die Aspekte psychischer Erkrankungen dahingehend bearbeitet haben. Wie ist es? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los.
Ja, er hat von Sarah ganz bestimmt geträumt. Ich finde es übrigens toll, dass Ellie jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit ihrem zukünftigen Ich hat. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ach, die macht das. Und als ich im ersten Part meinte, man sieht jetzt die Ähnlichkeit zu Annie Wishing. Mir ist schon klar, auch bei Troy Baker und Ashley Jones sieht man nicht wirklich die Ähnlichkeit, die sie zu ihren eigentlichen Ichs haben. Aber bei Tess, finde ich, wird es doch ein kleines bisschen deutlicher, dass da die gute Annie Wishing drin ist, im Vergleich zu 2013 wohl bemerkt. Wird's genauso gemacht wie im... Es wird genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt besser fühlen soll. Naja. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Jawohl. Ja, sicher. Wir haben, glaube ich, Zettel in der Dings, übersehen. Eine Karte mit den Patrouillen außerhalb der Zone. Zettel im Umkreis des QZ. Westpatrouille, Südpatrouille, Südwestpatrouille. Südwest, Infizierter ist durchgestrichen. Jetzt sicher, feindliches Camp. Süden, sicherste Route zum Checkpoint Charlie. Befall. Kann ich's... Ja. Oh. Okay. Ich bin mir auch sicher, dass diesen Zettel... Also, es ist schwer zu sagen, was es so im ersten, also im Vorgänger gab und was nicht. Naja, schauen wir mal. Wartet mal, vorne ist eine Patrouille. Der Regen, Leute, der Regen. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Der Regen ist fantastisch. Der Regen ist einfach fantastisch. Mein Gott, ist das geil. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Nein, Joel, aber er sieht geil aus. Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Du bist draußen, kleine Maus. Okay. Hier durch. Hier geht's lang. Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert? Ein paar Minuten. Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's.
sie denn davon? Ich glaube es nicht. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Aber wir laufen nicht mehr, denn wir machen für heute Feierabend. Habt ihr die Emotionen auf Ellies Gesicht gesehen, als er sie gemessen hat? Was hat Naughty Dog mir nur angetan damit? Es ist ein Traum. Und ich befürchte, ich werde das ganze Let's Play nicht drüber hinwegkommen, wie unglaublich geil das aussieht. Und die haben einfach noch mal eine Schippe draufgelegt zu den Emotionen, die sie schon in The Last of Us 2 darstellen konnten. Und auch in Uncharted 4. Haben sie einfach noch mal eine Schippe draufgelegt. Und jedes Mal, wenn ich denke, Naughty Dog kann sich selbst nicht toppen, toppen die sich einfach selbst. Und wir sind mit der PlayStation, auch wenn es die schon 2 Jahre gibt, mit der PlayStation 5, ja immer noch nur am Anfang. Ich weiß, man sagt zur Haltbarkeit der Konsolen 6 Jahre, aber da wir jetzt mindestens 2 durch Corona verloren haben, würde ich sagen, dass die PlayStation 5 mindestens 8 Jahre bekommen wird, bevor was Neues kommt, auch wenn sie schon an der 6 arbeiten. Aber ich glaube, die Entwickler sind noch längst nicht fertig, aus dem Ding alles rauszuholen, was geht. Mir ist schon klar, dass das nicht am PC reinkommt und man sagen kann, ja, aber PC ist immer besser. Ist okay, wenn man einen PC dafür hat, bestimmt. Hat aber auch nicht jeder. Das heißt, hier habe ich einfach die sichere Bank. Konsole ist Konsole. Da kann ich nichts, keinen Einfluss drauf nehmen. Und es ist fantastisch. Es ist so fantastisch. Ich freue mich wirklich für alle Leute, die es nächstes Jahr auf PC spielen können. Und vielleicht sogar auf den High-Settings, die es überhaupt gibt. Die werden vermutlich noch mal einen Ticken mehr haben. Und das freut mich echt für jeden PC-Spieler. Muss ich einfach so sagen. Hinterlasst mir gern Kommi. Ich weiß, ich schwärme einfach sehr viel. Ich weiß, ich kann es auch nicht unterbinden. Vielleicht möchte ich es auch einfach gar nicht unterbinden, dass ich so für dieses Spiel schwärme. Wir kennen alles schon, aber es fühlt sich einfach so völlig neu an, weil jede Szene fühlt sich ein Ticken anders an, weil die Emotionen anders vielschichtiger dargestellt worden sind. Ich bin gespannt. Es gibt noch so einige Szenen, auf die ich wirklich, wirklich gespannt bin. Also, habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.